damit herzlich willkommen zu The Inner World. Ein wunderschönes Spiel mit einem wunderschönen Soundtrack und einer richtig guten Story. Gefüllt von Drogen und vielen sexuellen Anspielungen. Aber wir werden es erforschen. Was? Ja, ich würde sagen, wir fackeln nicht lange und beginnen sofort. Und das meine ich ernst mit den Drogen. Gegen jedes Gesetz der Wahrscheinlichkeit gibt es ein Universum, das nur aus Erde besteht. Tief darin steckt eine gewaltige, kugelrunde Welt. Ihre Bewohner nennen sie Asposia. Beatmet wird sie von den heiligen drei Windbrunnen. Über den Ursprung dieses Windes ist man sich bis heute nicht einig. Dass er jedoch nach und nach verschwindet, ist eine unbestreitbare Tatsache. Mit dem Wind ging das Licht, mit dem Licht ging die Wärme. Und in der kalten Dunkelheit kamen die Windgötter. Mit versteinernden Blicken suchen sie seitdem die Asposa heim. Der einzige noch atmende Windbrunnen wird bewacht von dem Abt Conroy. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Asposa durch diese dunkle, kalte Zeit zu führen. Tagtäglich predigt er dem Volk Entsagung und Fügsamkeit, in der ewigen Hoffnung, die Windgötter milde zu stimmen und den Wind wieder zurückzubringen. Beobachtet wird er dabei oft von seinem jungen Novizen, Robert, der wie einen Sohn großzog, nicht wie seinen eigenen, zugegeben. Hey! Oh. Ich glaube, ich nenne dich Huck. Das darfst du aber nicht haben. Das gehört Conroy. Ich poliere es jeden Tag für ihn. Hübsch, nicht wahr? Oh, schau mal, was es kann. Conroy sagt, es erinnert ihn an den schönsten Tag seines Lebens. Er hat mir aber nie erzählt, was das heißt. Aber weißt du, was ich glaube? Es hat etwas damit zu tun. Du kommst bestimmt viel rum, oder? So, als Taube. Weißt du, ich durfte den Palast noch nie verlassen. Wegen meiner komischen Löcher. Ich wünschte, ich hätte Streifen wie jeder andere. Aber schau mal. Hab ich selber gestrickt, damit die Leute keine Angst vor mir haben. Und wenn ihr von den Maschinen verschwendet werdet, seid ihr selbst schuld. Ach, diese Undankbaren. Ich versuche doch nur, ihnen zu helfen. Oh. Robert, mein lieber Junge, spiel mein Lied. Wie oft soll ich es dir noch sagen? Eine Note, ein Takt. Nein. Oh. Nein. Welcher Idiot hat die hier reingelassen? Keine Sorge. Taube, ich habe dir vertraut. Ich werde euren Anhänger retten. Nein, Robert, Junge, bleib hier. Wache! Schickt mir den Igel! Komische Welt. Die schnapp ich mir. Mietz, Mietz, Mietz. Diese diebische Taube. Willkommen! Möchtest du eine Einführung in die Spielsteuerung? Ja, gib's mir! Nein, ich weiß, wie der Hase läuft. Ja, ich kann die Anleitung jederzeit abrufen und ich habe Rätselhilfe. Und damit sind wir endlich in Asposien angekommen.
und können endlich The Inner World starten. Kleiner Spoiler, Conroy ist ein Wichser. So, nur für jeden, dem es noch nicht aufgefallen ist. Top, das ist mein Spiel. Ja, perfekt. Du hast in deinem Intro so auf Penis gesagt, da habe ich direkt die Verbindung zwischen uns gespürt. Ja, was ist das so? So, Hallöchen, Alina. Wen haben wir denn noch? Hallöchen, Dark Phoenix. Liebe den Mauszeiger im Spiel, es ist eine gestreifte Nase. Und ja, deswegen heißt er Flötennase. Und Hallöchen noch Paxai. So. Wir beginnen in Asposien. Wir können uns auf jeden Fall erst einmal umschauen. Wir haben sehr viel Story. Conroys Müllschacht. Warum führt er denn mitten in ein Wohngebiet? Also für jeden, den es noch nicht aufgefallen ist, kleiner Spoiler, Conroy ist ein Wichser. Ein Phosphos. Conroy hasst Phosphos. Ich mag sie. Sie machen Licht. Ich mag Licht. Da komme ich nicht dran. Okay, dann wollen wir mal gucken. Und hier landet also Conroys Müll. Was haben wir denn da alles? Alte Vase, Spindel, rechte Hand von einer Stadtwache. Den Schal, den ich zum Geburtstag geschenkt habe. Der muss aus Versehen in den Müll geraten sein. Kurzer Spoiler. Conroy ist ein Wichser. Da liegt eine alte Flasche im Müll. Oh, ich mag Flötennase sehr. Ja, er ist auch ganz niedlich. Ich mag Robert, er ist so unschuldig. Und hi Jackie, Hallöchen. Und die Pflaster helfen mir nicht, Hexe. Sie ist gefüllt mit gegorenem Nektarinensaft. Wie lange die hier wohl schon liegt? Riecht nach Dienstag. Vor einem Jahr. Ich wollte gerade sagen, riecht nach Dienstag. Ja. Tyra, danke schön für den Resub. Du wurdest auch schon 7-mal käsiger. Dankeschön. Warte, was? Eine Hand? Ja, hier. Siehst du? Ach so. Ah, warte. Warte, du siehst du gar nicht. Guck da, eine Hand. Das seht ihr ja gar nicht. Da war ja was. Jetzt habt ihr die Hand gesehen. Darf ich Conroy hauen? Immer. So, wir haben gegorenen, verkorkter Nektarinensaft. Okay, wir reden mal mit dem Müllhändler. Der Typ sieht aus, als würde er mich ohne zu zögern überfallen. Ich sollte ihn einfach mal fragen, ob er mir hilft. Suche die Logik. Hallo, könnt ihr mir vielleicht helfen? Kommt drauf an, was du brauchst. Müll habe ich keinen. Müll? Wie bitte? Nein, ich doch nicht. Hi, Basope, Hallöchen. Ich am wenigsten. Ja, du bist kein Dealer, wir haben es verstanden. Brauchst du Müll? Okay, klicke auf ein Gesprächsthema, um darüber zu sprechen. Ja. Wir reden erstmal über den Müll. Ich hätte gerne das Sandwich. Tja, ohne angeben zu wollen, kann ich wohl behaupten, dass es sich bei meiner Ware um den besten Müll in ganz Asposien handelt. Ihr verkauft stinkenden Abfall? Ah, ich merke schon, ich habe hier einen Kenner vor mir. Interessierst du dich schon lange für Müll? Ich, hab ihn bisher immer nur weggeworfen. Na, dann hab keine Scheu, dich in meinem Laden umzusehen. Okay. Ja, eigentlich brauchen wir das Taubenfutter, aber wir... Ist das ein A? Das hier? Möchtest du vielleicht einen Buchstaben kaufen? Brauchen wir einen Buchstaben? Gibt es schon für günstiger Aspiriri? Wozu sollte ich den denn brauchen? Wie heißt du, Junge? Robert. Tja, wenn du ein A hättest, könntest du zum Beispiel Roberta daraus machen. Oder Robert. Die Möglichkeiten sind einfach unbegrenzt. Nein, danke. Ich glaube eher, das ist ein Schlüppi, Bianca. Ich glaube ja eher, das ist ein Schlüppi. Was ist denn das? Das hier, ein exquisites Sandwich. Wurde auch erst 2-mal gegessen. Appetitlich. Danke. Lieber nicht. Sicher? Ich hätte auch noch einen halben Wollmilchshake dazu. Ich bin mir zumindest ziemlich sicher, dass es ein Wollmilchshake ist. Danke, danke. Keinen Hunger.
nicht mehr. Wenigstens hat er was an. Wahrscheinlich nie wieder. Ja, gut. Das ist auch wieder wahr. Ich meine, was zur Hölle ist... Ich will's nicht wissen. Was ist das da? Das hier ist leckerstes Taubenfutter. Ich schwöre, nichts, was Flügel hat, kann dem hier... Das brauche ich. Auch nur Toll. Zweimal. Genau das, was ich brauche. Kann ich das haben? Für Aspororo gehört es... Sprengelmänner. Okay, wir brauchen Aspiriri. Wir brauchen Aspororo. Was brauchen wir denn noch? Kann ich dir Alk geben? Klingt super. Was ist das? Der Preis für das Taubenfutter. Aha. Und was bedeutet das? Na gut, ich verstehe schon. Du willst also verhandeln. Will ich das? Ich biete dir Aspora. Ungefähr 6 Stunden, Cori. Ungefähr. Willst du mich beleidigen? Na gut. Was hältst du von Aspororo? Und dazu bekommst du diese schöne Conroy-Puppe. Wer immer seine Arbeit tut, den finden die Basilen gut. Das ist ja auch sehr nett, aber ich brauch sie gar nicht. Weißt du eigentlich, was die alles kann? Hast du Pech und 7 Plagen, nicht vertagen, Conroy-Fragen. Und das alles bekommst du für Aspora. Noch weiter gehe ich mit dem Preis aber nicht runter. Aber... Na gut. Asporo. Hi, Angel. Nicht. Ich weiß leider nicht, wovon ihr redet. Könnt ihr mir nicht einfach das Futter geben und... Na fein, ich sage Aspiriri. Wie bitte? Aspiri! Warum schreit ihr mich denn an? Ach, verdamm mich. Na fein. Ich gebe dir das Futter für Asp. Jetzt zufrieden? Ich weiß nicht. Was? Okay, ich lege die Puppe noch oben drauf. Einverstanden, nimm sie einfach. Heißt das, ich könnte die Puppe und das Futter umsonst? Ja, sag ich doch. Wie sehr willst du mich eigentlich noch demütigen? Wir können gut verhandeln. Danke. Ihr seid wirklich sehr nett. Wir können richtig gut und verhandeln. Du bist der durchtriebenste, hartherzigste Asposer, den ich je das Missvergnügen hatte zu treffen. Oh, das tut mir sehr leid für euch. Danke für das Futter. Robert ist einfach so unschuldig und so niedlich. Oh, es ist schön. Okay, wir gehen noch nicht zur Bargasse. Wir schauen uns hier weiter um. Warum das Mädchen wohl gesucht wird? Sie sieht doch eigentlich sehr nett aus. Plakate abnehmen verboten. Ja, das machen wir dann natürlich nicht. Okay, ich hätte jetzt gedacht, er macht es vielleicht doch. Den Wurm. Er untergräbt die heilige Erde. Haltet den Wurm. Haltet den Wurm. Ja, den brauche ich doch bestimmt für die Taube. Glitschiges Kleines. Er ist einfach zu schnell. Okay, dann nicht. Krücke. Oh, eine Krücke. Wem die wohl gehört? Also, ich sehe jetzt wenn die hier so niemanden, kann ich ne? sie ja mitnehmen. Oh, jetzt ist mir die Spitze abgebrochen. Ich Hi, hoffe, Kiwi, die Hallöchen. Kommt nicht zurück. Bisschen putzig ist das Game ja schon bis jetzt. Es wird noch süßer. Und schlimmer. Alles irgendwie. Oh, dieses Lächeln würde ich überall erkennen. Conroy. Naja, ob ich das Lächeln nennen Lieber würde? Nicht. Er sieht aus, als wäre er schon wieder wütend auf mich. Ja. Wir haben hier noch eine Windsocke. Eine Windsocke, die sich im Wind windet. Oh, toll. Meine eigene Windsocke. Er klaut sich alles zusammen, ne? Er klaut sich halt wirklich einfach alles zusammen. Guck mal, alter Fisch. Was kann ich denn damit machen? Kann ich den der Taube wegnehmen? Der ich frage mich wirklich, wie er da hochgekommen ist. Das ist zu hoch für mich. Ja, dann... Das ist zu hoch. So bekomme ich den Fisch da nicht herunter. Okay, ich habe auf jeden Fall schon eine Idee, was ich tun muss. Robert, du Dieb! Komm her, Täubchen, 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 put, put. Okay. Ich glaube, das war so. Wir versuchen den... Schickes Kleines. Er ist einfach zu schnell. Ja, wir versuchen den Wurm. Und dann
benutzen wir das hier am Wurmloch. Hey Wurm, du siehst durstig aus. Und dann ist der Wurm besoffen. So, komm her. Die Party ist vorbei. Du wirst geopfert, Junge. Ja. Reicht das schon? Halt. Naja, dann könnte ich... Obwohl, nein. Was, obwohl, nein? Was könntest du? Die Windräder in dieser Stadt. Der Wurm ist besoffen? Was? Seitdem der Wind. Ja, ich hab hier Alkohol gefunden. Nein, es muss sich schon von alleine drehen. Ja, gut. Ich würde sagen, wir gehen erstmal weiter. Wir können hier soweit nichts mehr machen, oder? Kann ich hier... Nein, jetzt ist nicht die Zeit, um rumzualbern. Weil ich glaube, ich kann hier... Das könnte Spaß machen. Nichts machen. Bringt aber nichts. Okay, gehen wir zur Bargasse. Ich muss die Taube fangen. Vorher gehe ich hier nicht weg. Ach so. Okay, können wir mit dir nochmal quatschen? Ach, du schon wieder. Was willst du noch? Ich will mit dir über die Taube reden. Hast du doch schon. Benutze Wurm mit Loch. Sicher, dass man das Game streamen sollte? Könnt ihr mir helfen? Ich muss diese Taube da fangen. Tut mir leid, mein Junge. Wenn ich hier weggehe, klauen sicherlich alle meinen Müll. Aber wer sollte... Ich sehe hier nur eine potenzielle Person. Ja, gut, na, mehr kann ich nicht machen. Mal. Okay, wenn du doch noch Müll brauchst, weißt du ja, wo ich bin. Das könnte Spaß machen. Kann ich vielleicht das Phosphos damit fangen? Nein, jetzt ist nicht die Zeit, um rumzualbern. Das Rohr, den Müllhaufen, Fahndungsplakat. Nee, das war es nicht. Ich bräuchte sowas wie ein... Das mache ich nicht. Nein, jetzt ist nicht die Zeit, um rumzualbern. Naja, dann könnte ich... Oh obwohl, Gott, nein, ich weiß, nein. Was ich tun muss. Oh mein Gott, nein. Ich schätze, er merkt eh nicht mehr viel. Was soll ich zuerst schießen? Auf den Fisch? Na gut, ich hoffe nur, ich tue ihm nicht weh. Du, ich glaube, du tust dem Wurm eher weh als dem Fisch, Robert. So, Wurm, du bist wieder frei. Habe ich gerade den Wurm einfach weggeschnipst? Hab ich den? Ist okay, oder ist er gerade wieder in seinem Löchlein verschwunden? Wir fangen die Taube. Gute Idee. Oh, Robert. Oh, das hat nicht ganz geklappt. Pigeon-Tunnel. Ja. Taube? Hey, der Beutel ist ja leer. Was ist los? Willst du etwa dein Geld zurück? Naja. Den Wurm hast du hingelegt. Ah, okay. Gut, alles gut. Ja, kann ich zuknötern, ne? Mit dem Faden zusammenbinde. Ja, dann habe ich jetzt einen Kescher. Bekomme ich einen prima Kescher. Dann kann ich die Taube fangen. Du entkommst mir nicht. Hey! Und was glaubst du, was du da machst, du Clown? Kleiner Tipp. Du klaust gerade meine Taube. Oh ja, was? Hi, Derby. Ich klau keine Taube. Sie hat Conroy beklaut, sonst hätte ich sie ja nicht geklaut. Bist du eigentlich öfter hier? Oh, er ist so süß. Wie auch immer. Ha? Komm her. Sag deinem Conroy, von nun an weht ein anderer Wind. War nett, dich kennenzulernen.
Okay, instant verliebt. Was würde Conroy jetzt tun? Instant verliebt. Er wird mich umbringen. Ich muss diese Taube finden. Und das Mädchen. Vor allem das Mädchen. Wenn ich bloß ihren Namen wüsste. Laura, gesucht wegen Diebstahl, Staatsfeindlichkeit, Körperverletzung, Kaugummikauen in der Öffentlichkeit, Basilenerzürnung. Sie hat ein hübsches Lächeln. Ja, ist okay. Also Robert steht auf böse Mädchen. Love is in the air. Ich kann ihn nicht packen. Okay, ich kann ihn nicht packen. Kann ich ihn vielleicht in meinen Kescher packen? Das mache ich nicht. Gut, dann nicht. Darf ich denn jetzt die Gasse verlassen? Oh, da ist der Igel. Gott, ich hasse diesen Igel. Diese Melodie. Ich liebe diesen Soundtrack, er ist so toll. Ich liebe ihn einfach. Hallo. Hallo, junger Mann. Dich habe ich hier ja noch nie gesehen. Ich bin auch neu in der Stadt. Wer kommt denn bitte freiwillig hierher? Eigentlich suche ich nur jemanden. Dieses Lied, es erinnert mich an etwas. Schön, nicht wahr? Meine liebe Mutter hat es mir auch immer vorgesungen. Kann ich das nochmal machen? Woher kennst du denn das Lied, das du gerade gesungen hast? Meine Mutter hat es mir beigebracht. Und woher hat die es? Von ihrer Mutter. Ah, und wo hat die es her? Von ihrer Mutter. Ach so, und woher kennt die es? Der Wind hat es erfunden. Punkt. Der Wind hat es erfunden, das ist ja der Witz daran. Sie heißt Laura. Die von den Fahndungsplakaten? Ja, die ist eben an mir vorbeigelaufen. Ich muss sie finden. Richtig desinteressiert einfach. Wie gut, dass ich da trifft, dass ich weiß, wo sich die Kleine herumtreibt. Was? Wirklich? Oh toll, ihr müsst es mir sagen. Sie hat Conroy bestohlen. Der arme Conroy. Ich habe ja nichts, was man stehlen könnte, seit mein Mann mich verlassen hat. Das tut mir leid. Braucht es nicht. Er wurde versteinert. Oh. Ja, zumindest auf die Basilen ist Verlass. Ja, gut. Und wo ist sie? Du weißt also, wo sie ist? Ich weiß so einiges, mein Kleiner. Aber jedes Wissen hat seinen Preis. Robert ist so niedlich, ne? Er weiß, er ist so ein bisschen dümmlich, sehr naiv. Er ist einfach nur süß. Ich würde es dir ja gerne sagen. Aber die Sorge um mein Baby hat mich vergesslich gemacht. Wenn ihm wieder warm würde, könnte ich mich bestimmt besser erinnern. Ja, das kriege ich raus. Deinem Baby ist also kalt, aber es guckt so glücklich. Ja, mit einem Lächeln kann es die Welt besser ertragen. Also die Kälte oder den Hunger oder die Hoffnungslosigkeit. Oh, das tut mir leid. Wie leid? Was? Naja, Mitleid bekomme ich überall geschenkt. Was ich wirklich kann brauche, ich nur empfehlen, ist etwas zum Angeln. Kann ich kind. Nur empfehlen, wirklich. Oh, das kann ich verstehen, aber ich muss jetzt wirklich... Danke, du bist ein Engel. Also ich dachte da an sowas wie ein Leibchen. Ein was? Ein Leibchen aus Erdbeergarn. Zum Anziehen für mein Baby. Aus Erdbeergarn? Wo kriege ich denn Erdbeergarn her? Aber woher bekomme ich so ein Leibchen für dein Baby? Wenn ich das wüsste, würde ich mich selber darum kümmern, glaub mir. Aber ich muss nun einmal hier bleiben und die wenigen Habseligkeiten, die ich besitze, beschützen. Und das Baby. Das ist wirklich nicht viel, was sie hat. Dir fällt da schon was ein. Oh, und es sollte schon echtes Erdbeergarn sein. Aber das ist doch der teuerste Stoff von Asposien. Der Stoff der Windmönche, der Herrscherstoff. Das Baby besteht darauf. Das Baby besteht da drauf. Ah, oh, okay. Ich schätze dann... Klar. Solltest du mal anfangen, danach zu suchen. Okay, also ein Leibchen aus Erdbeergarn. Ja. Wo kriegst du denn Erdbeergarn Kann her? Kann ich nicht einen normalen Stoff dafür?
Wenn du willst, dass nix haben und Ansprüche stellen. Willst du das? Nein. Dann besorg lieber schnell das Leibchen. Das Baby will das so. Das Baby will das so. Okay, falls du mich suchst, weißt du ja, wo ich bin. Ich werde sicher nicht nach Hause gehen.